Herzlich willkommen zu eurer ersten selbstgewählten Rezension Lernen zu lernen von Werner Metzig und Martin Schuster. Die Problematik ist folgende: Man weiß, was man zu lernen hat, aber wie man lernt, das muss der Lernende für sich selber herausfinden. Und genau da setzt dieses Buch an. Nach ca. 30 Seiten Einleitung zum Lernen an sich und eine grobe Einschätzung der allgemeinen Lernstruktur geht es Schlag auf Schlag mit praktischen Hinweisen zur Umsetzung einer optimalen Lernstrategie weiter. Begonnen wird mit der Organisation des Lernprozesses als solches und dann werden bildhafte Lerntechniken, Lerntechniken für Buchstaben und für Zahlen und die nach dem Lernen anzuwendende Ordnung des Wissens anhand immer praktischer und wirklich anschaulicher Beispiele aufgeführt. Also es ist nicht die bloße Theorie. Kapitel zur Analogiebildung, Superlearning, Ängstlichkeit beim Lernen und allgemein angebotene Lernprodukte, auf die man zum Beispiel per Internet zugreifen kann, runden dann das Buch inhaltlich ab. Die vorgestellten Systeme sind alles quasi Vorschläge und das ist kein roter Faden und du musst das alles beachten, nur dann kannst du richtig lernen. Das sind alles Vorschläge und Anregungen, wie man den effektivsten und für seinen eigenen Lerntypus idealen Lernstil findet. Und hier geht es nicht nur um das Auswendiglernen von Texten oder von Zahlen, sondern es geht auch zum Beispiel die vorhergehende Analyse größerer Fließtexte, aus denen man zum Beispiel mit kategorialen Bedeutungskarten eine Art Netzwerk abspeichert und nicht jede einzelne Information. Hier spielt auch oft das Unterbewusstsein und das entsprechende neuronale Netz eine große Rolle, ohne dass dies in dem Buch explizit erwähnt wird. Auch wenn man beim Zusammenfassen nicht auf eher visuelle Netzwerke, sondern auf eigens zusammengestellten Texten basiert lernen möchte, dann wird einem hier wirklich klar und deutlich gesagt, wie man ideal solche Texte verfasst. Und das ist ein wunderbares Tool, das habe ich in dem Buch nicht erwartet. Und es wird nicht nur gesagt, ja, ihr müsst einfach simpel schreiben oder eine gewisse Ordnung beachten, ne, sondern es wird eben auch genau aufgezeigt, wie das geht. Am Ende der Kapitel befindet sich immer zur Rekapitulation und zum besseren Lernen des Inhalts eine kleine Zusammenfassung in so einem grauen Kasten, was die Fülle an Informationen dankenswerterweise etwas komprimiert. Das Buch ist wirklich vollgepfropft mit allen möglichen Lernsystemen zum Auswendiglernen, zum Analysieren und zum effektiveren Bearbeiten, würde ich sagen, von Lernstoff, die mir persönlich auch bekannt waren. Und da es nun schon in der 9. Auflage erschienen ist, kann man wohl von einem anerkannten Klassiker zum Thema Lerntechniken ausgehen. Allerdings scheint im Gegensatz zur 8. Auflage nur ein Kapitel mit 6 Seiten dazugekommen zu sein, und zwar das Kapitel Motivation zum Lernen. Das ist aber durchaus sinnvoll und hilfreich, denn hier geht es nicht nur darum, eine generelle Affinität zum Lernen zu finden, sondern ganz konkret und praktisch werden ein Hilfsmittel dargeboten, wie man auch in schwierigen Lernsituationen, also ein nerviger Lehrer oder Dozent oder das Vorhandensein von Angst, wie man das mittels selbstsuggestiver Methodik begegnet. Interessant auch die Kritik am Hypertextlernen, also Lernmaterial, wie es heute im Internet in Kursen oft aufbereitet wird. Das Wissen liegt sozusagen als Netz von Knoten, sprich solchen Wissenselementen vor und Verbindungen, und man kann sich quasi von verschiedenen hin zu verschiedenen Lernzielen entsprechend aus verschiedenen Richtungen multidimensional nähern, wie so ein großes Netzwerk halt aus Knoten und Verbindungen. Das klingt effektiver, weil es unserem Gehirn etwas näher kommt, aber scheint ausgehend dieses Buches gar nicht besser zu sein. Das fand ich sehr interessant. Da wird das typische eindimensionale Schulbuch Lernen in den meisten Fällen präferiert. Ausnahme ist, wenn man ein ausgeprägtes Vorwissen zu einer gewissen Thematik hat, da scheint das Hypertext-Lernen dann doch effektiver zu sein. Hätte ich aber so nicht erwartet und bin da ehrlich gesagt auch nicht wirklich komplett überzeugt, aber es ist ein Ansatz, wo man sagt, ha, interessant. Generell ist das Buch so ein Mix aus eigener Leistung, also selbst generierten praktischen Empfehlungen und Übernahme bzw. Bestätigung der eigenen Empfehlung durch wissenschaftliche Untersuchungen und Studien. Manchmal werden aber Thesen in den Raum geworfen, wie zum Beispiel, da waren ganz genaue Uhrzeiten gesagt, wo die geistige Leistungsfähigkeit besonders hoch ist für alle Menschen, was aber wieder meinen persönlichen Erfahrungen ist. Und ich mich dann schon frage, woher diese Erkenntnis kommt, weil dass zum Beispiel ein Leistungseinbruch zwischen 14 und 15 Uhr entsteht,
Das schmeißt man ja einfach nicht mal so in den Raum, sondern das muss ja irgendwoher genommen wurden, da die Erkenntnis. Aber die Quelle für dieses Beispiel, für dieses Wissen und auch einige andere, das fehlt einfach. Und wenn das eine eigene Leistung darstellen sollte, dass man zwischen 14 und 15 einen Energieeinbruch hat, dann fehlt die Herleitung des Wissens. Vielleicht ist es auch Allgemeinwissen und ich bin einfach nur zu doof. Das kann natürlich auch möglich sein. Das muss ich einfach demütig inkludieren. Aber es ist mir halt aufgefallen, an einigen Stellen hätte ich keine Quelle gewusst, weil ich da nicht unbedingt übereingestimmt habe und denke, dass der aktuelle Wissensstand da auch ein anderer ist. Aber bei dem Fall nicht, das weiß ich selber, dass das für viele gilt, 14, 15 Energieeinbruch, für mich persönlich ist es nicht und ich hätte gerne die Quelle gewusst, um zu schauen, ob das jetzt eine Studie ist, also ein Forschungsergebnis aus der Empirie heraus, ob das eine theoretische Überlegung ist oder was auch immer. Und deswegen fand ich das schade. Das Literaturverzeichnis umfasst 13 Seiten und ist bei knapp 200 Seiten Umfang des Buches als noch durchaus angemessen zu bezeichnen. Die meisten Quellen jedoch stammen aus dem vorigen Jahrtausend. Also hört sich natürlich brachial an, aber gemessen an den massiven Entwicklungen gerade in der Hirnforschung in den letzten Jahren, was ja eng mit dem Lernen verbunden ist, ist es das wohl auch. Im ganzen Buch ist das Thema neuronale Netzwerke allenfalls peripher verarbeitet worden. Es wird zum Beispiel darauf hingewiesen, dass Berufsgruppen, die immer wieder dieselbe Lernleistung vollbringen müssen, ihnen dies immer leichter von der Hand geht. Aber der Hinweis auf zum Beispiel die Hebbsche Lernregel und generell neuronale Netzwerke, das fehlt in diesem Kontext eindeutig. Und das ist nicht den relativ alten Quellen geschuldet, denn Hebb formulierte bereits 1949 in seinem Buch The Organization of Behavior diese Zusammenhänge. Und die synaptische Plastizität kann im Kontext des Lernens, gerade wenn es um die Umsetzung des praktischen Lernsystems geht, einen erheblichen Erkenntnisschub liefern. Das Buch ist definitiv für 19,99€ ein ganz klarer Kauf, wenn es um eine strukturierte und vor allem praktische Hilfe geht, besser und effektiver zu lernen. Man muss allerdings auch etwas Eingewöhnungszeit beim Annektieren der neuen Lernmethoden einplanen. Sachen wie das phonetische System, die brauchen stundenlange Eingewöhnung und auch Einarbeitungsphasen. Aber für Schüler oder für Studenten, aber natürlich auch für Berufe, die ständig wieder neue Sachen lernen müssen, wie zum Beispiel der Steuerberater, da ist das Buch wirklich eine richtige Fundgrube an Lernmethodik und manche Systeme sind auf den ersten Blick so skurril, dass man richtig gehend, für mich persönlich gilt das, Lust hat, diese Lernsysteme anzuwenden. Und das ist ein großes Plus des Buches. Hier wird wirklich Lust aufs Lernen gemacht. Indem man das Lernen eben facettenreich und fantasievoll darstellt und gestaltet. Das Lesen des Buches geht auch wunderbar einfach von der Hand. Die verwendete Sprache ist absolut massentauglich. Also obwohl man so im Gesamteindruck das Gefühl hat, dass das Buch ein wenig in die Jahre gekommen ist, so hält es doch noch genug Neues für den Lernwilligen bereit. Und die 19,99€ amortisieren sich halt in Windeseile. Ich hatte kurz überlegt, auf 4 Sterne eventuell zu geben, aber für diese geballten praktischen Hilfestellungen, die da geboten werden und das erfreuliche Reduzieren auf das Wesentliche, kann man die fehlenden und die etwas antiquiert anmutenden Quellen durchaus in Kauf nehmen. Aber schaut mal, ob ihr die 8. Auflage eventuell gebraucht billiger bekommt. Diese 6 Seiten zur Motivation sind sicher eine gute Sache. Aber wenn man 10€ oder mehr sparen kann und dabei auch noch die Umwelt schont, weil man ein Buch wiederverwertet, dann kann dies durchaus eine gute Alternative sein. Ich hoffe, ich konnte euch die Kaufentscheidung für euch ein bisschen erleichtern und oder als Geschenk für einen potenziellen Freund, der selber gerade Student oder Schüler ist, da erleichtern oder euch erstmal überhaupt initial vorstellen und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Euer Christian. Tschüss.